In Braunschweig steht das Hotelrestaurant Heideschenke kurz vor dem Ruin. Dem Betreiberpaar Martin und Heike steht das Wasser bis zum Hals. Wie viel Schulden habt ihr insgesamt? Vielleicht 240. Habt ihr nur alle Tassen im Schrank? Wie viel Geld hast du hier reingesteckt? 50, 60.000. Ihr habt ein richtiges Problem. Nicht nur mit dem Laden, sondern auch als Family. Sohn Silvan trifft das Schicksal besonders. Hast du Angst um deine Eltern? Das auch, ja. Ist den Gastronomen Martin und Heike noch zu helfen? Was würdest du denn wünschen? Mein altes Leben zurück. Große Sehnsüchte, aber auch riesige Baustellen. Das sieht ja aus wie eine Assi-Kneipe. Dass hier überhaupt einer absteigt. So einfrieren, das ist eine Lebensmittelvergewaltigung. Das Einzige, was gut ist, sind die Kartoffeln hier. Im Normalfall hätte ich sowas nicht rausgebracht. Hätte ich ihr das um die Ohren gehauen. Ein Koch wäre hier wahrscheinlich schon besser am Platz. Mit dir will ja keiner arbeiten, kann ich auch nichts dazu. Du bist gefühllos durch und durch. Die zwischenmenschlichen Probleme scheinen kaum überwindbar. Meinst du, das sind alles Irre hier oder so? Das, ja, da ist die Spüle, machst du sauber und stell den Scheiß dahin. Das sind doch nicht deine Affen hier. Ehrlich jetzt mal. Und das ist die wahre Gastronomie. Im niedersächsischen Braunschweig wartet eine neue Mission auf Sternekoch Frank Rosin. Dieses Mal hat ihn ein ganz besonderer Hilferuf ereilt. Schönes Braunschweig liegt so zwischen Hannover und Wolfsburg. Mega Stadt. Ich finde es wunderschön hier. Der Anlass, warum ich hier bin, ist aber nicht so schön. Denn es gibt eine Familie, die ein Hotelrestaurant betreibt und die richtig große Probleme haben. Jetzt habe ich hier ein Video. Dann gucke ich mir mal an. Wie soll ich sagen, die Situation zu Hause ist schwieriger geworden. Ich kriege das ja auch mit, dass diese Gäste ausbleiben und dass das irgendwie nicht mehr läuft. Und von den körperlichen Fähigkeiten meiner Mutter würde ich sagen, die macht noch ein halbes Jahr maximal mit und dann ist Feierabend bei ihr. Für die Heideschenke ist Frank Rosin die letzte Chance. Kann der Gastro-Experte den Familienbetrieb retten oder kommt er schon zu spät? So, Heideschenke. Oh. Ich stell mir vor, wir würden jetzt sagen, wir suchen was zum Pennen und wir würden hier anhalten. Ne? Hat so ein bisschen was von St. Pauli, ne? Na gut. Da ist jemand. Guck mal hin. Entschuldigung, weißt du hier Bescheid? Ach, dich kenne ich doch, dich habe ich doch gerade im Video gesehen. Du bist doch der Sohn, ne? Hi, grüß dich. Du hast mich gerufen. Ja. Ja, jetzt kommst du einfach hier mit deiner Karre. Ich bin gerade von der Schule. Kommst von der Schule? Mega, freust dich? Ja. Ja? Ziemlich überwältigt. Ja. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass der Frank auf einmal vor der Tür steht, beziehungsweise vor mir steht, sage ich jetzt mal. Willst du mir deine Eltern mal vorstellen? Na klar. Ja? Super. Doch wie werden die auf den Überraschungsbesuch reagieren? Aha. Warum hast du mich gerufen? Ja. Wir haben so viele Probleme zu Hause, ich weiß auch selber nicht mehr weiter. Also ich bin fertig mit Nerven. Hast du Angst um deine Eltern? Das auch, ja. Also ich habe auch Angst darum, dass wir die Bude verlieren, dass wir auf der Straße sitzen. Was
Was meinst du, wie schlimm ist das? Ich komme jeden Tag nach Hause und ich erlebe es immer wieder, dass ich entweder angemeckert werde oder dass meine Eltern unzufrieden sind. Also ich merke es immer wieder. Sind deine Eltern unsachlich dann, weil sie natürlich auch, weil die Nerven blank liegen? Ne? Manchmal kommt es halt dazu, dass meine Eltern schlecht gelaunt sind und in dem Fall auch mal lauter werden und ich das in dem Fall dann auch abkriege oder mitbekomme. Ne? Hallo. Hi. Getting high. Guten Tag. Hallo. Als ich in Brasilien vor mir stand, ist das jetzt Wirklichkeit, ist das nicht, bin ich im falschen Film, war schon erschreckend, aber auch freudig zugleich. Also, ja. Wusstest du das, dass er mich gerufen hat? Ja, ich bin auch ganz froh, dass er das gemacht hat. Ehrlich? Ja. Weil wir doch so ein bisschen, ja, nicht wissen, wie es weitergehen soll hier. Und, ja. Oh Mann, ey. Meine Mutter ist stark getroffen davon, von dieser Situation momentan und weiß auch nicht mehr wirklich weiter. Hol mal deinen Papa. Lass ihn bitte mal. Oder liegt er noch in der Profe? Wirklich? Ja, dann hol ihn raus. Lass uns kommen, sonst komme ich. Das ist euer Hotelrestaurant. Das ist jetzt das Restaurant, genau. Ja. Wir haben da drüben noch einen Raum. Ja. Das ist dann halt fürs Frühstücksbuffet und auch für die Gäste abends zum Essen. Insgesamt gibt es in der Heideschenke 40 Sitzplätze. Wir haben alles, was wir halt hatten, hier reingesteckt. Ich habe hier sehr viel in den Laden investiert, meine Ersparnisse, meine Zeit, meine Kraft. Ja, und möchte eigentlich auch, dass da auch wieder was zurückkommt. Nach 15 Minuten lässt Besitzer Martin immer noch auf sich warten. Martin! Jemand. Ah, ich warte schon auf dich. Ja, ich habe schon gemerkt. Grüß dich. Hallo. Hallo. Na? Dein Sohn hat mich gerufen. Ja, das zu Recht. Das zu Recht? Komm, wir gehen mal zu der Familie. Ausgeschlafen? Es geht. Es geht? Ja. Halb zwei, nur mal so zur Information. Ich hatte in keinster Weise damit gerechnet und schon gar nicht heute. Was ist denn los, hör mal? Tja, ich weiß es auch nicht so genau. Du weißt es nicht? Nee. Wir sind auch schon ein paar Jahre hier, aber so richtig, weiß ich nicht, ein richtiges Konzept kriege ich nicht mehr hin. Du willst mir sagen, du stehst jetzt hier und sagst, du hast keine Ahnung, warum es nicht läuft. Ja, im Endeffekt ja, kann man so sagen, ja. Gut. Ja. Seid ihr Pächter oder Besitzer oder wer oder was? Ich bin Besitzer. Du bist der Immobilie auch? Ja. Aber das Haus ist bezahlt? Ja. Schuldenfrei? Nee, schuldenfrei ist es nicht. Ja, das meine ich. Ja, also ich habe natürlich noch renoviert und habe Geld aufgenommen. Wie viel? Ja, klar, ungefähr 200.000. Mhm. Und wie viel Schulden habt ihr insgesamt? Ich denke mal vielleicht 240, schätze ich mal. Also du weißt es nicht? Nein, ich weiß es nicht ganz genau, nee, muss ich durchrechnen. Wie lange könnt ihr noch so weitermachen? Ich kann es nicht genau sagen, weiß ich nicht. Aber an deinem Schweiß auf der Stirn, glaube ich, nicht mehr so lang, ne? Nee, für mich ist es doch schon sehr belastend. Oder für uns alle, sage ich mal so. Aber ich hänge halt hier sehr dran. Oder wir auch mittlerweile, da das Hotel ganz gut läuft. Aber das reicht nicht. Das Restaurant gehört nochmal mit dazu und das muss auch laufen. Sonst funktioniert es nicht. Also diese Situation, die hier seit circa 2 Jahren herrscht, belastet unsere Beziehung und unser Privatleben von uns allen dreien immens. Sehr. Die Verzweiflung der Gastronomen ist groß. Höchste Zeit für den Sternekoch, mit seiner Arbeit zu beginnen. Ich fühle mich gerade 40 Jahre zurückgesetzt. Ehrlich. Oder
Ja, also in meiner Lehre sah es genauso aus in den Betrieben. Das war so, ich sag mal, überall waren Regale, Vierlefanz, ein heilloses Durcheinander. Hier der alte Ofen von der Oma, neben der Kaffeemaschine für die Beerdigung, dann die Saladette, die nicht benutzt wird. Ja, dann das alte Spülbecken, was bestimmt schon aus dem letzten Jahrhundert oder Jahrtausend ist. Was haben wir hier? Ich habe mich schon gewundert. Ich sag, alter Verwalter. Ah, Schlemmerland in Convenience City. Tomaten nur vom Feinsten. Kartoffeln, ja, die kommen nur vom Bauern nebenan. Das sind Schweinesteaks. So einfrieren, das ist eine Lebensmittelvergewaltigung. Sind die Soßen einzeln gekocht, damit sie portioniert entnommen werden können. Die Idee ist gar nicht schlecht, aber daran erkennt man, wie wenig sie zu tun haben. Weil wenn ich schon meine Soßen einzeln verpackt einfriere, wenn ich jetzt schon so viel sehe, dann sage ich euch, bleibt mal dran, da kommt noch eine Menge. Geht so weit. Kann man den Wagen fertig machen, ich fahre. Es tut mir leid, aber ich habe ein ganz, ganz großes Problem. Also, hier kann ich nicht arbeiten. Ihr habt doch wohl. Ha? Wer soll uns denn international vertreten? Wenn wir die nicht hätten, hätten wir gar keinen, ne? Ja, find ich auch. Es war auch nur Spaß. Oh, kann sie nicht mal. Oh, jetzt könnt ihr noch lachen. Aber eigentlich ist mir nicht zum Lachen. Wenn dein Sohn ein Video schickt mit 16 Jahren und die wirtschaftliche Lage und überhaupt die Gesamtsituation der Familie, das Chaos, das Dilemma erkennt, dann sag ich, sorry, aber ihr habt ein richtiges Problem. Nicht nur mit dem Laden, sondern auch als Family. Das müsst ihr mal berechnen, was der da für eine Last mit sich trägt. Und dabei werde ich ihn persönlich mit unterstützen.